Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zurück zu Mass Effect 3. Wir sind aktuell noch auf der Zitadelle und haben hier so ein paar Dates, sag ich mal, so vorsichtig. Ja, und da unten ist so ein Verkaufssymbol. Ich glaube, da dürfen wir später noch rein. Weil aktuell sehe ich, hier ist zu. Das heißt, ja, das hier ist die Botschaft. Das heißt, hier ist noch nicht viel zu holen. Das wird wahrscheinlich später freigeschaltet, wo ich dann rein kann. Deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt mal unserer Quest nach und tun das, wofür wir hier sind. Und Commander, Ratsherr Udina sagte schon, dass Sie kommen. Ja, ne? Wenn Sie mir bitte folgen würden. Der Rat tagt bereits. Gerne. Die Reaper sind auch in unserem Sektor. Die Erde ist nicht mehr oder weniger wichtig als jede andere Welt des Rats. Aber die Erde war der erste überfallene Ratsplanet und trägt die Hauptlast des Angriffs. Woher wollen Sie das wissen? Die Reaper eröffnen ständig überall neue Fronten. Die Berichte stimmen. Die Erde wurde angegriffen. Es ist eine Invasion. Und das ist erst der Anfang. Wir brauchen Ihre Hilfe. Alles, was geht. Die Erde mag leiden, aber unsere Welten fallen auch. Die Turianer haben Tetris verloren. Wir müssen gemeinsam kämpfen. Genau. Muss ich daran erinnern, dass Shepard den Rat beim letzten Reaper-Kampf für die Interessen der Menschen geopfert hat? Stimmt, aber am Ende haben wir überlebt, weil wir Shepard gefolgt sind. Und wenn das dieses Mal nicht ausreicht? Die Berichte sind schlimm. Wenn wir die Reaper auf der Erde angreifen und verlieren, was dann? Ich erwarte nicht, dass Sie mir ohne Plan folgen. Ratsmitglieder, wir haben diesen Plan. Einen Bauplan von den Proteanern aus ihrem Krieg gegen die Reaper. Proteanisch? Was ist das genau? Wir analysieren ihn noch. Aber es scheint eine Art Waffe zu sein. Und damit lassen sich die Reaper vernichten? Es sieht so aus. Er ist gewaltig und komplex. Sinnlos. Die Proteaner wurden von den Reapern ausgelöscht. Ganz klar. Die Waffe taugt nichts. Sie war nicht fertig. Eine Komponente fehlte. Hier. Etwas, das nur als Katalysator bezeichnet wird. Sie hatten einfach nicht genug Zeit, um den Bau zu vollenden. Glauben Sie daran, Shepard? Nach allem, was Sie von den Reapern gesehen haben? Ja. Liara hält es für möglich. Und ich auch. Und trotz meiner Probleme mit Udina muss ich ihm recht geben. Wir müssen zusammenhalten. Jetzt mehr als je zuvor. Die Reaper werden jedes organische Wesen der Galaxie vernichten, wenn wir keinen Weg finden, um sie aufzuhalten. Kommt schon, Leute. Der Rat kann der Erde keine militärische Unterstützung geben. Unsere eigenen Planeten gehen vor. Die Salarianische Union hält einen Gipfel unserer Spezies ab. Sind unsere Grenzen gesichert? Können wir ihnen auch helfen? Unsere Flotte ist ebenfalls beschäftigt. Ich will ehrlich sein und keine Rettungsversprechen abgeben, die ich nicht halten kann. Shepard, kommen Sie in mein Büro. Hoffentlich ist das ein Hilfsangebot. Ich finde über das Proteanergerät raus, so viel ich kann. Das ist ein Haufen selbstsüchtiger Esel, Shepard. Ist mir auch schon aufgefallen. Wir haben zwar einen Sitz im Rat, aber die Menschheit wird immer nur zweite Klasse sein. Wie können die so blind sein? Commander. Commander, ich kann Ihnen nicht geben, was Sie wollen, aber ich weiß, wie Sie es kriegen. Ich höre. Pelevens Primarch Fedorian hat den Kriegsgipfel einberufen. Er ist genau Ihr Mann, offen für extreme Lösungen. Das Problem ist, er konnte wegen des Reaper-Angriffs Pelevan nicht verlassen. Wir wissen nicht, ob er noch lebt. Oh. Er ist wichtig für den Gipfel. Wenn die Normen die ihn rausholen, ohne entdeckt zu werden. Oh. Ich soll ihn also retten in der Hoffnung, dass er dann der Erde hilft. Ganz offen? Ja. Ich sollte Ihnen das gar nicht sagen, aber wir brauchen Fedorian lebend. Und Ihr Schiff kann ihn holen. Die Rettung bringt Ihnen einen Verbündeten, der Ihnen geben kann, was Sie suchen. Während Reaper die Erde verwüsten. Ihr Ratsherr hatte recht. Wir müssen zusammenarbeiten. Und das ist der beste Weg.
Primarch Fedorian ist angeblich auf dem größten Mond von Pelevin. Sie müssen unentdeckt rein und raus. Den Rest erledigt er dann. Mehr kann ich nicht für Sie tun, Commander. Immerhin. Es ist ein Anfang. Der Anfang vom Ende. Da wäre noch etwas. Der Rat hat zugestimmt, Ihren Spectre-Status wiederherzustellen. Yes! Und man ist sicher, dass Ihnen auch Ressourcen überantwortet werden. Viel Glück. Lief ja großartig. Es ist ein Anfang. Ich rede bis dahin mit den anderen über eine Unterstützung des Gipfels, damit etwas vorangeht. Danke. Yes! Wir sind wieder an Spectre. Huhuhu. So, was? Reaper-Varianten? Reaper-Fähigkeiten? Boah, ich würde am liebsten direkt das alles lesen, weißt du? Zitadell-Sektor? Zitadell-Rat? Warte. Logbuch? Nee. Ah, doch. Hier. Ach, Codex. Diesmal ist es hier Mission. Ein Volus-Diplomat benötigt einen proteanischen Obelisken. Beschaffen Sie ihn aus dem Würgeschlund und bringen Sie ihn zu ihm in die Zitadelle. Primarch Fedorian und von der Turianischen Hierarchie hat einen Kriegsgipfel einberufen, der eine Gelegenheit für die Allianz darstellt, um Hilfe beim Bau des Tiegels zu bitten. Der Bau des Tiegels? Ach, der Tiegel ist bestimmt diese Waffe. Leider ist Fedorian in den Reaper-Angriff auf Palaven geraten. Retten Sie den turianischen Primarchen vom Mond von Palaven. Würgeschlund. Priorität. Ich vermute mal, Priorität sind die Hauptquests. Und hier, das ist zum Beispiel eine Nebenquest. Könnt ihr mir vorstellen. Die Reaper. Die Reaper sind ein Mythos, der bei mehreren Kulturen in der Galaxie vorkommt. Man stellte sie sich als Weltraummonster vor, die ganze Sterne verschlingen. Archäologen, die den Ursprüngen derartiger Mythen nachgehen, fanden nur wenig darüber. Abgesehen von Teufeln, die alles verschlingen. Die Citadel-Spezies haben die bekannten Reaper-Varianten in 4 Typen unterteilt. Großkampfschiffe sind Reaper der Sovereign-Klasse mit 2 Kilometern Länge. Sie greifen üblicherweise Schlachtschiffe, Verteidigungsanlagen und Industriestädte organischer Zivilisationen an. Experten glauben, dass die Reaper bei jedem Auslöschungszyklus eine einzelne Spezies ernten, aus der dann eines dieser gewaltigen Schiffe entsteht. Zerstörer sind 160 Meter lang und machen in unglaublicher Anzahl den Großteil der Reaper-Flotte aus. Sie greifen Kreuzer und andere kleinere Schiffe an, sowie Kommunikationsposten und feindliche Befehlszentralen. Die Forschung ist der Ansicht, dass Zerstörer aus den Spezies hergestellt werden, die nicht für Großkampfschiffe geerntet werden. Truppentransporter bringen Husks auf noch nicht eroberte Planeten und die Opfer der Ernte zu den Verarbeitungszentren der Reaper. Ihre Länge variiert zwischen 200 Metern und 1 Kilometer. Aber sie scheinen anders als Großkampfschiffe und Zerstörer kein eigenes Bewusstsein zu haben. Stattdessen werden sie von anderen Reapern ferngesteuert. Verarbeiter, auch Schlachterschiffe genannt, sind mobile Zentren zur Massenernte von DNA. Wie Truppentransporter scheinen auch Verarbeiter von Reapern mit Bewusstsein ferngesteuert zu werden. Also sind die Reaper, wenn ich so hier die Infos aus dem ersten und aus dem zweiten Teil so ein bisschen mit einbeziehe, sind die Reaper im Grunde eine Rasse, die wo erstmal ihre, in Anführungsstrichen, Feldfrüchte erstmal komplett wachsen lässt, also alles organische Spezies, die ja sich aufbauen, die dann Schiffe bauen und hast du nicht gesehen. Wenn die Zeit reif ist, ne, so wie man es im ersten Teil gehört hat, kommen die Reaper durch das Portal raus, ernten das alles ab, vernichten alles, was lebt, und aus diesen Überresten bauen die dann ihre eigenen Schiffe und dann warten sie wieder, bis die ganzen Rassen sich wieder aufgebaut haben, und dann kommen die wieder durch das Portal
und ernten die wieder und vernichten alles und nehmen wieder die Überreste für sie selber. Weil wir erinnern uns, die... Fuck, ich habe auch den Namen vergessen von diesen Robotern. Oh, wo wir Legion gekriegt haben im zweiten Teil. Die haben doch, wo wir doch im ersten Teil ständig, die Geth, genau, wo wir ständig gegen die Geth gekämpft haben und die als Hauptfeinde und so mitgekriegt haben, die wo halt mit den Reapern dann zusammenarbeiten. Und im zweiten Teil haben wir dann mitgekriegt, dass die ja indoktriniert wurden und dass der Großteil der Geth eigentlich das gar nicht wollte. Deswegen hat uns ja dann Legion angefragt und ist uns dann ja beigetreten, weil Legion praktisch der komplette Rest der Geth gewesen ist. Also müssen wir uns die Reaper wirklich so vorstellen, dass die erstmal Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende sogar, sich erstmal eine Spezies gedeihen lassen und dann einfach herkommen und sagen, so, ihr seid groß genug, jetzt seid ihr für uns gut. Alles töten, alles vernichten, alles abschlachten und wir nehmen uns dann einfach da raus, was wir für unsere Zunft, sag ich mal, gebrauchen können. Und die bauen dann aus uns praktisch ihre Schiffe, ihre Krieger und keine Ahnung, was noch alles. Wenn man sich das so überlegt, ne, na prima. Boah, ich glaube, ich werde da wieder irgendwie sehr lange in den Dingern rein. Oh, was? Die Rachni sind mittlerweile ausgestorben? Vor ihrer Auslöschung waren die Rachni eine Bedrohung für alle Spezies des Zitadellsektors. Als einige Forscher vor über 2000 Jahren fahrlässig ein Massenportal zu einem bislang unbekannten System öffneten, trafen sie auf eine bis dahin unbekannte Lebensform. Eine raumfahrende Insektenspezies mit einem Kollektivbewusstsein. Eine raumfahrende Insektenspezies? Okay. Leider erwiesen sich die Rachni als kriegerisch und so wurde die Galaxie in eine Reihe von Kriegen gestürzt, die als Rachni-Kriege in die Geschichte eingingen. Trotz aller Bemühungen um Verhandlungen konnte kein Kontakt mit den Königinnen aufgenommen werden, die diese Spezies aus den Tiefen ihrer toxischen Heimatwelt aus anführten. Das Eingreifen der Kroganer beendete die Rachni-Kriege. Kroganer konnten auch in den lebensfeindlichsten Umgebungen überleben und waren dadurch in der Lage, die Königinnen in ihren Nestern anzugreifen und die besetzten Ratsysteme zurückzuerobern. Aber noch auf dem Rückzug vor den Kroganern in ihrer Heimatwelt weigerten sich die Rachni aufzugeben. Am Ende löschten die Kroganer sie in der gesamten Galaxie aus. Ja, bis auf ein paar Vereinzelte, ne? Im ersten Teil haben wir ja die Königin gerettet, die uns im zweiten Teil sogar eine Nachricht geschickt hat. Ach genau, und das war ja der Grund, warum in der Zitadelle diese Kroganer-Statue steht, ne? Weil die in den Rachni-Kriegen praktisch den Arsch gerettet haben. Ja, ich werde jetzt natürlich hier nicht alles lesen, auch wenn ich es gerne tun würde tatsächlich. Aber ich glaube, wenn ich das mache, dann werde ich das separat machen. Also nicht als Let's Play oder nicht im Let's Play, sondern dann so als separate Folgen, die dazwischendurch vielleicht mal kommen. Ich weiß, ich habe das in den anderen Teilen auch nicht gemacht. Wahrscheinlich werde ich sie auch nicht machen, weil ich es schlicht und einfach vergesse. Aber ich wollte nur so mal... Ich wollte so einfach nur mal Bescheid sagen, dass wenn ich das tue, das in separaten Folgen bringen werde, so wie die ganze Zeit halt über auch. Und sie werden dann auch nicht irgendwie eine Folge Mass Effect ersetzen, sondern die werden dann irgendwie statt 15 Uhr oder so, wenn die dann irgendwie 15:30 oder so kommen. Ne? Also nur, dass ihr da so ein bisschen Bescheid wisst. So, wir sind im Grunde eigentlich fertig. Botschaftsbüro. Ach, die Olle steht jetzt da draußen. das war doch diese Olle. Ach, guck mal, jetzt dürfen wir rein. Das war doch diese Olle, wo wir im zweiten Teil das Pfeilchen versehentlich verpasst haben, oder? War das nicht die? Ah, Spectre Terminal. Jetzt dürfen wir. Willkommen im Spectre Informationsverarbeitungszentrum. Dieses Terminal bietet sicheren Zugriff auf Informationen und Unterstützung bei der Autorisierung von geheimen Operationen oder Requirierungen.
Requirierungen. Keine Ahnung, was das heißt. Die Benutzung ist nur Agenten gestattet, die derzeit bei Special Tactics and Reconnaissance im aktiven Dienst stehen. Also für die Leute, die aktuell ein Spectre sind. Für alle Vorgänge, die eine Bezahlung erfordern, wenden Sie sich bitte an das nebenstehende Terminal, das finanzielle Transaktionen sicher und nicht zurückverfolgbar durchführt. Informationen über die Quarianische Flotte. Oh, ist das nicht mit... Gott, wie hieß die nochmal? Die Schnucki. Die Quarianische Pilgerin Jen Volan Nanema auf der Zitadelle erhielt eine größere Geldanweisung von der Flotte. Jen Volan kaufte dafür Tech bei mehreren Schiffsbedarfshändlern, darunter Gestelle für Hochleistungswaffen und Emitter für kinetische Barrieren. Auf Ilium hat sich ein anderer nicht identifizierter quarianischer Pilger nach einer Schiffspassage in der Nähe des Perseusnebels erkundigt. Später soll er gesagt haben, seine Pilgerreise sei abgebrochen worden. Die Daten legen den Schluss nahe, dass die quarianische Flotte ihre Pilger einberuft und Schiffe für einen Kampf irgendwo in der Nähe des Perseusnebels aufrüstet. Das könnte eine Reaktion auf die Reaper-Invasion sein. Aber es liegt weder ein Angebot noch eine Anfrage bezüglich Unterstützung vor. Die Informationen deuten darauf hin, dass die Quarianer sich vielmehr auf einen Konflikt mit den Geth vorbereiten. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. So, oh, was haben wir hier? Spectre-Ausrüstung. Oh mein Gott. Von den Preisen wird mir übel. Da müssen wir auf jeden Fall, das müssen wir uns auf jeden Fall vormerken. Und später nochmal herkommen, wenn wir genug Knete haben. Was Schießanlage betreten? Kann ich da üben? Ach so. Und was soll mir das bringen? Zielsteuerung. Ach so, für näher ran oder weiter weg. Ich verstehe. Was haben wir denn hier? Waffenmodstation. Waffenmods. Ach so. Ja. Ich kann aber nichts. Ich kann. Hä? Jetzt geht's. Schrotflinten erhöht Schaden. Oh. Steht hier. Eine persönliche Note, modifizieren Sie eine Waffe. Keine Ahnung, wie ich das machen soll. Modifizieren. Ah, es steht... Ach, wahrscheinlich habe ich für die Waffen irgendwie noch nichts, was ich modifizieren kann. Aber hier, weil hier modifizieren steht. Okay, ich habe nur das eine. Interessant. Interessant. Kann ich denn hier mittlerweile irgendwas... Nee, ich habe hier scheinbar nichts. Aber Memo an mich, wenn was da ist zu modifizieren, dann wird er unten modifizieren wahrscheinlich angezeigt. Dauert ein Weilchen, bis ich mich da reingefuchst habe. Aber, wird schon. Wie war das? Ach, keine Ahnung. Wahrscheinlich hatte die ganze Zeit einfach die Knarre aktiv. Okay, gut. Ich würde sagen, dann sind wir hier fertig. Haben wir dann eine Mission... Ja, den Würgeschlund und Palawen haben wir. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal zurück zu unserem Schiffchen und gucken mal, ob wir irgendwie wegkommen.
dürfen. Was auch immer. So, da hinten ist, glaube ich, nichts gewesen. Nope. Gut, dann würde ich sagen, können wir wieder weiter. Gehen mal zwischendurch spuigern. Ach ja, genau, diese dämliche Olle steht ja auch da. Haben wir sonst noch jemanden, mit dem wir reden können? Sieht nicht so aus. Ich mag diese Tussi nicht. Was Commander willst Shepard, du? Commander Shepard, Kalisa bin Sinan al-Jilani. Ist es wahr, dass Sie beim Angriff der Reaper auf der Erde waren? Warum sind Sie geflohen, während Millionen auf der Erde sterben? Ist das alles, was wir von der Allianz erwarten? Ich habe genug von Ihrem Schmierenjournalismus. Diesmal nicht, Sie Militär. Meinst du? Oh, Sie gute sind Nacht. Wütend, wie ich sehe. Aber ich bin hier, um der Erde zu helfen, nicht um Ihre Fragen zu beantworten. Lassen Sie's. Tschüss, Mädel. Was eine dumme Kuh. Ciao. Boah, dieses Vibe, ne? Alter, ernsthaft? Commander Shepard, wählen Sie bitte ein Ziel aus. Einen Moment, bitte. Ernsthaft, Alter? Sie sind abgehauen, während Millionen Leute gestorben sind. Ja, was hätte es denn gebracht, da zu bleiben und auch zu sterben? Wenn ich abgehauen, bin ich abgehauen, habe ich wenigstens im Hintergrund noch die Chance, vielleicht das mit diesem Gerät zu machen, weißt du? Boah, dieses Vibe, ne? Ich guck noch mal, ob ich vielleicht bei Kaida noch was reißen kann. Aber ich sag ja, die Olle kriegt doch mal eins aufs Maul. So wie das letzte in meinem zweiten Teil auch. Und dafür bin ich mir auch nicht so schade. Diese Frau ist furchtbar. Weißt du, ich bin nicht dran schuld, dass die Leute mich nicht mögen. Die ist dran schuld, dass die Leute mich nicht mögen. Okay, ich kann da nicht mehr rein. Alles klar, okay, dann gehen wir zu unserem Schiff. Oh, aber erst in der nächsten Folge, ne? Also bis gleich.